eine aufregende Freude, dass unsere heutige spezielle akademische Feier so vieler Freunde, Würdenträger, Vertreter des Bundes, des Landes, der Stadt, der Kirche, der Industrie und Wirtschaft ausgezeichnet wird. Für unsere Alma Mater der Odenensis ist eine große Auszeichnung, dass unser Herr Bundespräsident Dr. Heinz Fischer persönlich bei dieser Funktion anwesend ist. Herr Bundespräsident, herzlich. Mit einem kollegialen Blick auf begrüße ich unsere Würdenträger. Die Träger der Erzbischof Johann Medaille Bronze, Ministerrat außer Dienst, Diplom-Ingenieur Florian Felsner. Diplom-Ingenieur Dr. Peter Bittner, Redakteur Kurt Kraus. Den Träger der Erzbischof Johann Medaille Silber, Hofrat, Diplom-Ingenieur Dieter Suhl. Die Ehrenbürger, Diplom-Ingenieur Dr. Hans-Jörg Dichtl, Bürgermeister Hofrat, Dr. Matthias Konrad, Diplom-Ingenieur Hugo Lenhard Backhaus und Diplom-Ingenieur Dr. Horst Wiesinger. Einen freundlichen Gruß entbiete ich den Rednern von Stadt, Land und der Gemeinde. Ich begrüße die Vertretung von Herrn Landeshauptmann Magister Franz Gomes, Frau Landesrätin Dr. Bettina Vollmann. Landesamtsdirektor Hofrat Magister Helmut Hirt. Vom Landtag Steiermark Anton Lang. Bundesrat Gerd Klusche, Stadträter Wilfried Kröminger und Karl Fischhardt und die anwesenden Gemeinderäte. Für den Bezirkshauptmann in Vertretung für Hofrat Dr. Walter Kreuzwiesner, seine Stellvertreter Oberregierungsrat Dr. Michael Edlinger und in Vertretung von Landeshauptstellvertreter Hermann Schützenhofer, zweite Vizebürgermeisterin Frau Ingenieurin Eva Lenk. Die Bürgermeisterin von Eisenerz, Christine Holz, Weber von der Montanbehörde Süd, Ministerialrat, Diplom-Ingenieur Magister Alfred Zechen, von der Sicherheitsdirektion Steiermark, Hofrat Magister Walter Huser, in Vertretung des Präsidenten des Oberlandesgerichts Graz, Dr. Manfred Skarier, Dr. Andreas Heiderlach und den Leiter der Staatsanwaltschaft Leo, Dr. Walter Böhm. Von der Bundespolizeidirektion Leo, Hofrat Magister Günter Lengauer, Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Michael Mittasch, Stadtpolizeikommandant Oberstleutnant Herr Klar und sein Stellvertreter Magister Patrick Kutschi sowie den Stadtwerkdirektor Diplom-Ingenieur Ronald Schindler. Für die Geistlichkeit heiße ich willkommen Herrn Dechant, Magister Maximilian Dödling und den Kurator der Evangelischen Pfarrgemeinde Horst Siegwald Walter. Und dem Anlass entsprechend grüße ich auch ganz speziell die anwesenden Doktoren hier im akademischen Grad, ebenfalls so was Vizepräsidentis verliehen erhalten haben. Herrn Universitätsprofessor, Diplom-Ingenieur Dr. Karl Rohrberg, Diplom-Ingenieur Dr. Florian Kuhn. Ein ganz besonderer Gruß gilt natürlich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Verwandten, den Freunden und den Bekannten, die es heute zu tun haben. Und mit einem herzlichen Glück auf begrüße ich meine Herren Kollegen, Dozenten, Assistenten, die uns treu verbundenen Emeriti und alle Angehörigen dieser Universität. Ihnen allen gebiete ich im Namen unserer Universität einen freundschaftlichen Willkommensgruß.
Hochansehnliche Festversammlung. Es ist ein freudiger Tag, wenn an einer Universität, an der es bei jeder akademischen Feier herausragende Leistungen geht, ein Promovent durch die Anwesenheit des Bundespräsidenten ausgezeichnet wird, weil seine Leistungen so hervorragend sind, dass sie aus den anderen Spitzenleistungen noch hervorstechen. Dies sei der Anlass, einige Gedanken zur Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darzulegen, eine der zentralen Aufgaben der Universität, jedenfalls wissenschaftstechnische Ausrichtung. Zuvor, Förderung darf freilich nicht erst in die Dissertation einsetzen. Um Talente zu entwickeln, kann gar nicht früh genug begonnen werden. Besonders, damit die Begeisterung für unsere Fächer entfacht wird. Dazu gehört, dass die Universitäten den Schülern frühe Berührungspunkte anbieten, in der Hoffnung, schulische Defizite damit auszugleichen. Jedenfalls muss die Begeisterung, aber auch die Studierwille und die Studierenden übertragen werden, und das möglichst schon vom ersten Semester an. Deshalb sind wir darauf stolz, dass viele Studierende an Forschungsprojekten mitarbeiten, die meisten durch Drittmittel finanziert werden. Laut Studierendensozialerhebung sind wir diejenige Universität in Österreich, die den größten Prozentsatz von Studierenden an der Universität beschäftigt haben. Dies wirkt sich natürlich nicht nur heilsam auf die Brieftasche der Studierenden aus, sondern bietet eine intensive fachliche Unterweisung, ohne auf ECTS einen Points- oder Lernaufwand zu schieben. Wenn dann die Diplomarbeit ansteht, haben Studierenden nicht nur diese Arbeitserfahrung oder auch Forschungserfahrung schon auf den Instituten, sondern auch industrielle Praxis, die in Berufen nach wie vor in allen Bachelor-, Master- und Diplomstudien bei jedem Abschluss nachgewiesen werden muss. Das ist übrigens noch ein Erbe aus der johannäischen Zeit, das war vom ersten Tag. Das Doktoratstudium, 1904 in Leon eingeführt, sieht eine dreijährige Dauer vor, mit der selbstständigen und intensiven Erarbeitung von Forschungsergebnissen. Die heutige Bedeutung des Doktoratstudiums in Leon lässt sich am einfachsten folgendermaßen beschreiben. Von 1904 bis 1964, also in den ersten 60 Jahren, hat es im Mittel ca. 3 Promoventen pro Jahr gegeben. Nun sind es ca. 50 pro Jahr und mit 330 inskribiert ist das Doktoratstudium auch zahlenmäßig unter den stärksten Studienrichtungen. Wenn in der kommenden Woche den 1400. Doktoranden promovieren, dann sieht man die Zunahme der Forschungsintensität an unserer Universität, schon allein der Forschungsintensität an unserer Universität, schon allein dadurch, dass ca. 500 dieser Doktores in meiner Amtszeit als Studierende abgeschlossen haben. Sehr erfreulich ist dabei, dass mehr als 25% unserer Doktorandinnen und Doktoranden Absolventinnen und Absolventen einer anderen Universität sind, viele davon auch mit ausländischen Studienabschlüssen. Die wissenschaftliche Reputation unserer Universität ist durch die Erhöhung der Forschungsleistung erheblich gestiegen. Die Zahl an referierten Arbeiten hat sich seit 2002 verdreifacht. Die Zitierungen dieser Arbeiten durch die internationale Fachwelt hat sich in dem Zeitraum mehr als vervierfacht und 2 von insgesamt 4 Subauspizis Promotionen an der Montana Universität, die heute eingerechnet, fallen dann in diese Jahre. Natürlich kann diese gewaltige Leistung nicht aus dem Globalbudget finanziert werden, das auf den Studierenden bezogen ja weniger als 25% des Budgets der ETH Zürich beträgt. Es sind die forschungsstarken wissenschaftlichen Organisationseinheiten, die CB-Labors, die Kompetenzzentren, das mit uns verbundene Akademieinstitut, das Österreichische Fischereiforschungsinstitut oder direkt die Industrie, die diese Forschungsbudgets aufstellen, aus denen auch die Doktoranden finanziert werden. Die wichtigste Transferleistung von der Universität in die Industrie läuft daher auch über unsere jungen Doktoren. Gleichzeitig rekrutiert sich aus dieser Gruppe der wissenschaftliche Nachwuchs der Universität selbst. Sogar in den Jahren großer Unsicherheit, während noch die Verhandlungen zum Kollektivvertrag gelaufen sind und ein Erfolg derselben schon aus finanziellen Gründen nicht absehbar war, haben sich an der Montana Universität 7 Jahre als neue Privatdozenten habilitiert.
All jenen, die Privatdozenten mit Dienstverhältnissen an der Fernuniversität, konnten nach Abschluss des Kollektivvertrages und einer zweijährigen Bewerbungsphase die Position eines assoziierten Professors angeboten werden. Aber hier gibt es das grobe Ungleichgewicht der Geschlechter. Während laut statistischem Jahrbuch 2010 der Anteil der Frauen vom Studienbeginn zur Kandidierung an unserer Universität von 23 auf 25% steigt, es schließen also prozentuell mehr Frauen ab als Männer, und noch eine beachtliche Zahl von Frauen unter den Doktoratsstudierenden ist, fehlen bei uns Dozentinnen vollständig. Um diesem Umstand abzuhelfen, hat das Rektorat ein spezielles Frauenförderprogramm mit Qualifizierungsvereinbarung ins Leben gerufen, das den Frauen erleichtern soll, sich als Assistenzprofessorinnen für eine Laufbahn auf der Universität zu entscheiden. Integrierender Bestandteil dieser Qualifizierungsvereinbarungen ist ein verpflichtender, längerer Forschungsaufenthalt im Ausland, der fachlich, methodisch, aber auch menschlich zur Erweiterung des Horizonts beitragen soll. In dem Jahr seit der Einführung des Programmes zählen wir bereits 7 Frauen unter 14 Personen mit Qualifizierungsvereinbarung. Dies entspricht einem Frauenanteil eben von 50% in der Berufsgruppe der Assistenzprofessoren und soll in den nächsten 6 Jahren zu einer entsprechenden Anzahl von assoziierten Professorinnen führen. Fachlich sind folgende Gebiete dabei vertreten: physikalische Chemie, Metallurgie, Metallkunde, Herm- und Prozesstechnik, Geophysik und Kunststofftechnik. Es ist zu erwarten, dass auf diese Art in unseren Fächern auch die Zahl der berufenen Professorinnen nicht allzu langer Zeit erhöht werden kann. Denn von 26 seit 2004 Berufenen konnten wir nur 2 Frauen zur Übernahme einer Professur in Berlin gewinnen. Und das ist wahrlich verbesserungswürdig. Wir sind sehr stolz auf unsere jungen Wissenschaftlerinnen und geben große Erwartungen in sie. Erst vor 14 Tagen wurden 2 von ihnen mit dem Josef Kleiner Förderungspreis ausgezeichnet. Glück auf!
liebe Kollegen, liebe Teilnehmer dieser Promotionsfeier, die feiern uns an die Hauptperson dieses heutigen Tages, Herrn Roman Schnitzer. Vor circa zwei Wochen wurde im Nachrichtenmagazin Profil eine Umfrage veröffentlicht, worauf die Österreich generell ist die Verbundenheit mit Österreich hoch. 95% der Befragten sind stolz auf Österreich. 89% geben Naturschönheit als wichtigsten Punkt an, gefolgt von unseren erfolgreichen Sportlern mit 71%. Das wissenschaftliche und künstlerische Kapital und Potenzial, also als solches, wie es auch Herr Roman Schnitzer darstellt, spielt für die Bevölkerung mit 53% noch eine wesentliche Rolle, das Politische mit 6% kaum. Zum Glück für unsere politischen Parteien wurde die Befragung auf einen Wissensskala durchgeführt. Die Autorin des Artikels hat die berechtigte Frage gestellt, ob dieses Bild, abgesehen vom Tourismus, auch zukunftstauglich ist und hat logischerweise die Forderung aufgestellt, dass Dynamik, Offenheit und Innovationsbereitschaft von politischer Seite gefördert werden muss, um den Stolz auf Österreich auch zukunftsfähig zu machen. Kurz nach Erscheinen dieser Umfrage hat die bayerische Landesregierung bestätigt, dass im Zuge der Sparmaßnahmen die Mittel der Forschung und Bildung signifikant gekürzt werden. Gestern war ich auf einer Tagung in Köln und habe mit Wehmut und mit Neid festgestellt, wie viel an Forschungsgeldern in deutschen Universitäten gebunden wird, um den Forschung- und Industriestandort Deutschland zu stärken und nachhaltig zu sichern. Jean-Jacques Rousseau, ein französisch-schweizerischer Philosoph und Schriftsteller, der im 18. Jahrhundert gewirkt hat, hat die Behauptung aufgestellt, dass der Mensch von Natur aus gut ist und sich in seiner weiteren Entwicklung stark von seiner Umwelt beeinflusst. Man muss an dieser Stelle aber gleich kritisch anmerken, dass diese Entwicklung eines Individuums nicht nur allein von der Umgebung abhängen kann, da in diesem Fall ein sehr positives Licht auf den Zustand unserer Gesellschaft wirkt, mit immer mehr Mitglieder des öffentlichen Lebens nur noch mit dem Hinweis, es gibt Unschuldsvermutung in den Medien auf. Trotzdem will ich nun versuchen, die von Rousseau aufgestellte Behauptung auf die menschliche und wissenschaftliche Entwicklung von Herrn Roman Schnitzer anzurufen. Der Roman Schnitzer wurde am 30.01.1981, also vor 30 Jahren, geboren und ist in Linden am See, einem kleinen Ort in Burgenland, aufgewachsen, wo nebenbei bemerkt ein ausgezeichneter Talent produziert wird. Seine Sozialisierung hat er in einer typischen österreichischen Familie gemacht. Der Vater Arbeiter und die Mutter Hausfrau. Wenn man den Roman näher kennt, dann liegt der Schluss nahe, dass es ein sehr gutes Klima gewesen sein muss. Die Mutter, die die Familie zusammenhängt, und der Vater, der, wenn er abends nach Hause kam, genau wusste, was seine Leistung war und seinem Sohn eine gesunde, ohne Fleiß der Preisauffassung gibt. Roman besuchte die Volksschule in Linden am See und anschließend die Hauptschule in Neusiedlitz. Hier wurde er das erste Mal entscheidend geprägt, da er einen Lehrer hatte, der seine aufkeimende Neigung zur Naturwissenschaft, hier besonders die Physik, erkannt und entsprechend gehört hat. Nach der Hauptschule fiel die Entscheidung, die Naturwissenschaft zu besuchen. Hier entwickelte sich in den allgemeinen Maschinenbau mit der Fachrichtung Werkstoffwirtschaft. Mit diesem Schritt wurde eine Entscheidung getroffen, die sein späteres Leben nachhaltig beeinflussen sollte. Als die Matura nahte, kam auch die Überlegung, was für ein Studium ergreifen soll. Die erste Überlegung war, in Wien Physik zu studieren. In diesem Stadium der Orientierung hat das Schicksal in Form von HTL-Lehrerinnen gegriffen, die selbst Werkstoffwissenschaftlerin und dann Universität Jung studiert hatten. Sie konnten Herrn Schnitzer überzeugen, nach Jung zu gehen und das Studium der Werkstoffwissenschaft aufzunehmen, weil gerade diese Studienrichtung sehr stark naturwissenschaftlich ausgebildet ist und daher seine Entwicklung am ehesten entsprechen wird. Im Wintersemester 2001-2002 begannen die Jung und war einer derjenigen Studenten, die gerne in Vorlesungen gehen und Übungen besuchen. Später als dieser Land hat er auch dann selbst sehr gerne Wissen vermittelt und war für Studenten mit Fragen immer ein sehr gern besuchter Ansprecher. Ein weiterer Wendepunkt in der Karriere ist aber der Tag, an dem er unser Department auf ihn aufmerksam hat und ihm eine Hilfetätigkeit angeboten hat. Nun kam er das erste Mal aktiv in die Wissenschaft und habe die Möglichkeit. Offensichtlich begeistert von den Möglichkeiten hat er sich entschieden, bei uns eine Diplomarbeit zu schreiben, seine erste selbstständige wissenschaftliche Leistung. In seiner Diplomarbeit hat er im Rahmen eines Industrieprojektes mit Wöhler Spieletechnik in Kattenberg nachgewiesen, dass der bislang versuchte Weg, eine intermetallische Titanaluminium durch Schmieden umzuformen, einfach nicht funktionieren kann. Obwohl dies ja gegen den Industriepartner nicht gerade optimal war,
hat es als Konsequenz der Neuausrichtung der Forschungs- und Entwicklungsstrategie bei Oehler Schmiedetechnik und unserem Department geführt, worauf in den folgenden Jahren ein neuer innovativer Wertstoff, der Hochtemperatur-Leichtbauwertstoff, entwickelt wurde, der in Zukunft eine tragende Rolle bei neuen emissionsarmen Flugzeugträgern und Verbrennungsmotoren spielt. Am 4.04.2006 hat Herr Schnitzer sein Studium mit der Diplomprüfung abgeschlossen, welche er in alle Prüfungen zuvor mit Auszeichnung bestand. Aus diesem Grund wurde auch dem Rektor Kanzler ausgezeichnet. Aufgrund der überdurchschnittlichen Leistung waren wir alle sehr froh, dass er sich am Abschluss des Studiums entschloss, bei uns mit einer Dissertation zu beginnen. Er wechselte zum Bereich metallische Hochleistungswerkstoffe, der von Herrn Dr. Harald Leitner geleitet wird und welche weitere Folgen für die wissenschaftliche Betreuung der Kanzler hat. Als industrieller Partner stand uns diesmal Oehler Edelstahl zur Verfügung. Wie in seiner Diplomarbeit hat er sich bei seiner Dissertation mit einem sehr komplexen Werkstoff auseinandergesetzt. Diesmal mit einem sogenannten Magnetschutzstahl, also einem Magnesit aushärtenden Stahl. Magnetschutzstähle sind hochfeste Stähle und werden in vielen Hightech-Anwendungen verwendet, wie Luft- und Raumfahrt, aber auch Gebäudestücke. Personen wie zum Beispiel der Papst, sogenannte Superstars, aber auch Diktatoren wie Muhammad Gaddafi, vertrauen auch diesen Stahl. Herr Schnitzer hat sich im Rahmen seiner Forschungsarbeiten mit den Structure Properties Relationship of a Stainless Margin Steel beschäftigt, wie der Originaltitel seiner Dissertation lautet. Da sich unser Herr Bundespräsident wahrscheinlich noch nie mit dieser Debatte auseinandergesetzt hat, möchte ich kurz auf die Besonderheiten von magnetischem Stahl und die wesentlichen Ergebnisse innerhalb von Ronald Schnitzer eingehen. Also während normale erdbare Stähle ohne das Element Kohlenstoff nicht auskommen, ist der Kohlenstoffgehalt in magischen Stählen nahezu null. Dafür wird dem Eisen eine größere Menge an Nickel und Chrom sowie geringere Mengen an Molybdän und Aluminium zugeführt. Beim Abschalten aus dem sogenannten Osmolytausch-Nickgebiet, das heißt bei einer sehr hohen Temperatur, bildet sich ein verhältnismäßig weicher Magnesit, der aber eine hohe Dichte an Defekten im atomaren Verstand aufweist. In diesem Zustand lässt sich der Nährstoff relativ leicht behandeln. Seine extrem hohe Festigkeit erhält der Stahl dann durch eine weitere Wärmebehandlung, bei der sich intermetallische Phasen ausschalten, deren Größe im Bereich weniger Nanometer liegt. Herr Schnitzer hat diese Teilchen mit hochauflösenden Methoden untersucht, wie zum Beispiel mit dieser Atomsaugentomographie, eine Technik, die das Zählen einzelner Atome erlaubt und die in Österreich unter der Montanuniversität Wien zur Charakterisierung von Hochleistungswerkstoffen einsetzt. Darüber hinaus hat er sich mit dem Bildungsmechanismus des sogenannten Reverted Austenite beschäftigt. Die hier erzielten Ergebnisse waren weltweit einmalig und neu und tragen ja viel zum Verständnis dieser Stahlklasse bei. Darüber hinaus hat Herr Schnitzer die mechanischen Eigenschaften des Stahles mit den vorliegenden Gefügebestandteilen der Anordnung verknüpft. Hierzu hat er bestehende physikalische Methoden verwendet, aber auch neue, weiterführende entwickelt. Ronald hat seine Erkenntnisse in mehreren wissenschaftlichen zusammengefasst, alle in hoch angeschränkten seelischen Wahlverschluss. Zum Verständnis, während für die Industrieunternehmen die Qualität der Produkte und der Gewinn entscheidende Faktoren sind, sind es für Universitäten, die veröffentlichen, die über das Standing in der Scientific Community gehen. Bei den Publikationen hat Herr Schnitzer seinen Teil dazu beigetragen, dass die Lehrstühle, die mit dem Fachbereich Werkstoffwissenschaft assoziiert sind, ca. 25% der Veröffentlichung der Montanuniversität produzieren, so um einen Ausdruck aus der Industrie zu verwenden. Ich beziehe mich aber nur auf sogenannte wissenschaftliche Arbeiten, die in Journalen veröffentlicht wurden, die im sogenannten Scientific Citation Index vertreten sind, das heißt in einer strengen Begutachtung der eingereichten Arbeit vorstellen. Genauso wichtig wie das Publizieren von Arbeit ist, dass die Arbeiten von anderen Forschern zitiert werden. Im letzten Jahr betrug der Anteil der zitierten Arbeiten aus dem Bereich Werkstoffwissenschaft an der Gesamtzahl aller Zitierungen der Montanuniversität 50%. Das heißt, sie bestimmt maßgeblich die wissenschaftliche Reputation der Montanuniversität und bietet so ein starkes Umfeld, die nach so Leistungen wie die eines Roland Schnitzer ermöglichen bzw. erreichen. Die Doktorarbeit wurde von Kollegen Dehn und mir mit sehr gut beurteilt und das rigoros umfand, vor welches einem Jahr am 4.2.2010 stand. Wie nicht anders zu erwarten, hat Herr Schnitzer mit Bravour bestanden, damit die Voraussetzungen für die heutige Promotion
Herr Schnitzer hat unser Departement leider verlassen. Er arbeitet seit April 2010 bei der Firma Brüller Scheiße. Also man kann den Agent eindeutig, dass er die gewisse Affinität zu Brüller aufweist. Mir tat es damals im Herzen weh, dass er, weil er das volle Potenzial für eine erfolgreiche akademische Karriere hat. Als ich ihn damals anbot, um die Macht zu bleiben, hat er nur erwidert: Helmut, du hast dann leider dies ja auch, bist ja auch leider dies auch in der Industrie gekommen. Was konnte ich darauf nun sagen? Ohne arbeitet bei Müller Schweißtechnik im Bereich neue Produktentwicklung und beschäftigt sich dort mit Schweißzusatzwertstoffen, die im Rahmen von strategischen Konzernprojekten entwickelt werden. Obwohl erst ein Jahr in diesem Unternehmen arbeitet, wird eine seiner Entwicklungen bereits in den Markt eingeführt, was eine beachtliche Leistung ist. Abschließend nun eine Bemerkung zur Familienschaft. Roland ist ledig, hat aber eine feste Freundin. Seine Freundin, ebenfalls eine Studentin der Studienrichtung Wirtschaftswissenschaft, kann heute leider nicht dabei sein, dass er die nächsten 8 Monate an der University of Berkeley in den USA verbringt und dort am Nuclear Materials Research Laboratory arbeitet. Lieber Roland, Herr Roland, es war mir eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Dr. Harald Rein und ich haben versucht, ein Weg zu deiner menschlichen und wissenschaftlichen Entwicklung einzubringen. Viel hatten wir nicht zu tun, da du aufgrund deines angenehmen Wesens und deines Intellekts schon für die Gewinner ein fast fertiges Des Weiteren hast du schon sehr früh den wichtigen Zusammenhang erkannt, dass das Erklimmen der Karriere und der damit verbundenen Verantwortung in den meisten Fällen mehr verpflichtet als bedeutet. Unser Kontakt wird in Zukunft sicher nicht abreißen. Wer weiß, vielleicht wirst du, nachdem sich unsere Lebensläufe so ähnlich, einmal an ähnlicher Stelle stehen und die Leistungen eines hochbegabten Doktoranden ehren dürfen. Tschüss. Thank you.
Verbindung von Spitzenleistung mit Konstanz und Ausdauer ist etwas ganz Besonderes. Und etwas, was uns alle in diesem Saal Respekt abnötigt. Und daher ist es auch richtig, dass man das aus dem akademischen Alltag und aus dem Alltag ihres Lebens heraushebt und diese schöne feierliche Form für Worte des Dankes, des Respektes und der Anerkennung, wie, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, die Universität Lund, die früher der Schule geheißen hat, das Promotionsrecht seit 1904. Und in den ersten 100 Jahren, von 1904 bis 2004, sind zwei Promotionen zum Hospizis erfolgt. Es freut mich, dass in den noch nicht einmal 7 Jahren seit 2004, seit ich das aus einer besonderen Perspektive betrachte, ebenfalls zwei Promotionen sub auspicius stattgefunden haben, die heutige natürlich eingerechnet. Jetzt könnte man fragen, sind da die Anforderungen gesenkt worden oder sind die Voraussetzungen auf einen kürzeren Zeitraum beschränkt worden? Und Sie wissen, Herr Doktor, dass das nicht der Fall ist, dass es andere Faktoren sind, die hier eine Rolle spielen. Einerseits sicher die Tatsache, dass die Zahl der Studierenden gewachsen ist, damit auch die Zahl der Promoventen, damit auch ein Grund besteht, dass diejenigen, die super Spezies promovieren, einen, sagen wir, proportionellen Anstieg finden. Aber der Anstieg ist noch größer als das. Es liegt ja auch daran, dass die Universität für Montanistik in Leon ein Studium anbietet, das im 21. Jahrhundert Antworten und Lösungen für besonders wichtige und zukunftsträchtige Themen gibt. Dass dieses Studium zu Problemlösungen führt, die für die Technologie, für die Infrastruktur, für die Industrie, für den Bergbau im 21. Jahrhundert besonders wichtig ist. Und immer kommt natürlich der individuelle Faktor zu. Der Herr Dr. Spitzer konnte hier oben studieren. Es hätte aber auch sein können, dass sein Vater sagt, er ist an die Handelsakademie und jetzt als Handelsakademiker in die B-Bank ein oder etwas Ähnliches, in der Seite der Statistik einen Promotionsfall weniger und als er das sehr wenig gibt, würde sich das prinzipiell sehr stark auswirken. Aber so ist es nicht gekommen. Wir haben promoviert, wir haben Erfolg gehabt, sie sind von den Professoren gelobt worden. Ihre Leistungen sind als ganz außergewöhnlich bezeichnet worden. Daher gratuliere ich Ihnen. Ich gratuliere auch Ihren Eltern, Ihren Angehörigen, Ihren Freunden, weil jeder Lebensweg, jeder erfolgreiche Lebensweg ist kein völliger Eingang. Da gibt es immer noch andere, die mithelfen, mitwirken. Die Tatsache, dass ich lange Zeit überlegt habe, Astronomie zu studieren und mich dann doch für die Rechtswissenschaften entschieden habe, hängt mit einem fantastischen Mathematik- und Physikprofessor zusammen. Und daher haben auch die Lehrerinnen und Professoren einen gewichtigen Anteil. Ihnen allen sage ich also ebenfalls Dankeschön. Herr Doktor, ich gratuliere Ihnen und wir werden jetzt an die Arbeit gehen. In Österreich, in Dankes und Anerkennungsrecht mit großer Freude anstellen. Alles Gute für Ihre Zukunft.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Fest- und Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, Familie und Kollegen. Jede persönliche Leistung, sei es sportlicher, kultureller oder geistiger Natur, ist auf den Einfluss bestimmter Umgebungen und Randbedingungen zurückzuführen. Das Bild des genialen Musiktalents oder des verkorksten Wissenschaftlers, der einzeln und auf sich alleine gestellt im Keller bahnbrechende Erfindungen generiert, ist meiner Meinung nach heutzutage überholt. Vielmehr sind, davon bin ich überzeugt, gute Leistungen nur in einem stabilen Umfeld möglich. Und in den meisten Fällen Menschen und Lehrer erforderlich, die für ein bestimmtes Fachgebiet begeistern können. Genauso ist der Grund, warum ich heute entstehe, auf den Einfluss von vielen Menschen zurückzuführen. Und daher denke ich, gäbe es keinen besseren Anlass, als Ihnen hier an dieser Stelle dafür zu danken. Zuerst möchte ich mich dafür bedanken, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, ein Studium zu absolvieren. Ich bin in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen und unser Sozialsystem erlaubt es bis jetzt noch, dass alle Jugendlichen ein Studium auch in finanzieller Hinsicht benötigen können. Dafür bin ich sehr dankbar. Bildung statt Ausbildung war eine der zentralen Forderungen der Studentenproteste im Jahr 2009. Diese Forderung nach einer allgemeinen soliden Grundlagenausbildung im Gegensatz zu einer auf den momentanen Bedarf der Industrie ausgerichteten Ausbildung halte ich für eine der wesentlichen Voraussetzungen für einen flexiblen Einsatz von Studenten in Industrie und Forschung. Ich bin sehr froh, dass dieses Prinzip hier an der Montanuniversität in Leoben gelebt wird und man durch die theoretische, umfassende Grundlagenausbildung eine Basis geschaffen bekommt, auf die man im späteren Berufsleben immer wieder zurückgreifen kann. Für die Wahl meines Studiums und das Interesse für mein Fachgebiet war ganz entscheidend der Einfluss während meiner Schulzeit. So waren es Absolventen und vor allem meine Lehrer meiner ehemaligen Schule, die durch ihr Vorleben bzw. ihre Begeisterung mich für die Werkstattwissenschaft gewonnen haben. Für diese Begeisterung möchte ich meinen ehemaligen Lehrern und Professoren an der Universität danken. Ein besonderer Dank gilt Herrn Professor Clemens und Herrn Dr. Leitner, den Betreuern meiner Arbeit, die mit ihrer einzigartigen Art wesentlich zu meiner persönlichen Entwicklung beigetragen haben und deren stets offenstehende Bürotüren symbolhaft dafür stehen, wie sie mit Studenten umgehen. Bedanken möchte ich mich bei Studienkollegen und Bürokollegen, die mittlerweile zu Freunden geworden sind und für mich stets ein angenehmes Arbeits- und Lernklima geschaffen haben. Mein besonderer Dank gilt natürlich meiner Familie und meinen Freunden, deren Unterstützung, auch wenn Zeit mit ihnen oft sehr knapp bemessen war, hat mir sehr viel Stabilität und sozialen Ausgleich gegeben. Weiters haben sie ermöglicht, dass nachdem beim Einstellungsgespräch in meiner neuen Firma meine Noten zur Sprache kamen, ich antworten konnte, ja, ich habe auch Freunde. Denn eines habe ich bereits gelernt, neben der fachlichen Kompetenz ist es wirklich die soziale Intelligenz und die Teamfähigkeit, die im beruflichen Umfeld von enormer Bedeutung für ein erfolgreiches Arbeiten sind. Danke und Glück auf.
jetzt.